Nachtgedanken. Es ist Nacht, eine Zeit, in der die Welt verdunkelt ist. Willkommen auf meinem Kanal Nachtgedanken. Ich bin Elikal. Das Thema heute ist: Freiheit liegt nur in uns selbst. Das Thema ist Freiheit und unsere Fokussierung auf äußerliche Dinge. Wenn ihr das Video mögt, hilft es mir, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr das Video teilt und wenn euch mein Inhalt interessiert, lasst ein Abo da. Wer mich unterstützen möchte, der findet unten meine E-Mail für mein PayPal. Es ist eine besondere Eigenschaft unserer Zeit, wie ich meine, dass wir Menschen heute in wenigstens allen westlichen Gesellschaften uns gespalten und ich muss sagen, in hohem Maße auch emotionalisiert wiederfinden in einer Weise, die ich so aus der früheren Zeit nicht kenne. Nun ist es für viele Menschen schwierig und für mich nicht anders wie für viele, sich wirklich zu erinnern, wie war die Vergangenheit. Man hat von der Vergangenheit immer mal positiv, mal negativ, im Übermaß gefärbte Vorstellungen. Man erinnert sich an die Unbillen, die einem in der Kindheit oder Jugend widerfahren sind, oft mit besonderem Schrecken. Manchmal auch erscheinen sie einem nach längerer Zeit harmlos. Aber ich glaube, es ist für die meisten, wenn sie mit sich selbst ehrlich sind, relativ schwierig, objektiv mit der Vergangenheit zu sein, der persönlichen wie der geschichtlichen. Aber ich glaube dennoch, dass man mit einigem richtigen Sinn sagen kann, dass jedenfalls die Bundesrepublik West und die westlichen Gesellschaften, die ich persönlich kannte, die Ostgesellschaften waren durch den Sozialismus ja in einer doch ganz anderen Situation. Und da ich darin nicht aufgewachsen bin, würde ich mir auch nicht anmaßen, für sie zu sprechen. Also die westlichen Gesellschaften, das Leben in der Bundesrepublik West, war, soweit ich es in Erinnerung habe, sagen wir in der Zeit der 70er, als ich Kind war, bis hinein ungefähr in das Jahr 2000, eine, ich will nicht sagen in sich ruhende Gesellschaft, aber eine Gesellschaft, in der ich meine, dass eine überwiegende Mehrheit im Großen und Ganzen mit der Art, wie die Gesellschaft funktionierte, zufrieden war. Man hat natürlich mancher Mensch mit sich in seinem Privatleben auch damals Unbillen erlebt. Auch damals gab es Jobkündigungen, Erkrankungen, Entscheidungen der Regierung, die einem ganz und gar nicht gefallen haben. Die Kohl-Ära, die ja sehr lange gedauert hat, war für einige Menschen, also Kohl hat ja immer Mehrheiten bekommen, also muss es auch eine große Zahl von Menschen in der Bundesrepublik gegeben haben, die Kohls Regierung gut gefunden haben oder vielleicht einfach nur die Alternative der Sozialdemokratie schlechter gefunden haben. Das ist ja auch manchmal ein Grund, warum Leute etwas unterstützen. Nicht, weil sie so sehr für etwas sind, sondern weil ihnen die Alternative schlechter erscheint. Also, das ist mit Sicherheit ein nicht ganz unwesentlicher Grund, warum ein erheblicher Teil der Leute Parteien wie die Grünen oder die AfD wählen. Nicht so sehr aus Liebe zu ihnen, sondern weil sie die Befürchtung haben, wenn die andere Partei Einfluss gewinnt, dass es eine Richtung nimmt, die ihnen nicht gefällt. Man kann also Leuten, die für etwas sind, nicht unbedingt unterstellen, dass sie Fans davon sind. Das Thema Freiheit ist etwas, das so erst in den modernen Gesellschaften aufgekommen ist. Es ist, wenn man die Philosophie und Politikgeschichte, sagen wir, des Mittelalters oder der Antike betrachtet, im Großen und Ganzen für die Menschen kein Thema gewesen. Mit einigen Ausnahmen. Es gab auch schon im Mittelalter den
Spruch Stadt Luft macht frei, also die Vorstellung, wir gehen in die Stadt. Es gab zum Beispiel in der Anfangsphase der Stadtgründung einige Zeit im Heiligen Römischen Reich ein Gesetz bzw. eine Regelung, wenn man es ein Jahr und einen Tag in einer Stadt machte, dann war man von seinen vorherigen Banden frei. Das hat man dann zugunsten der Obrigkeit, also der Fürsten, kassiert. Das wurde dann verändert, sodass das nicht mehr so war. Aber für viele Menschen war das im Mittelalter die einzige Möglichkeit, eine Zunahme an Freiheit zu realisieren, indem man in eine Stadt ging. Das ist eine ganz gerade die Dynamik, Städte zu gründen und in Städte zu gehen, als eine Vorstellung der Befreiung, ist eigentlich die einzige Art von Freiheit und Befreiung, die die Menschen schon seit sehr langer Zeit kennen. Also in der Antike und auch schon davor. Also wenn man sieht, die ersten größeren Städte, die sich gründeten in Babylon zum Beispiel oder im alten Ägypten, auch die ersten großen Menschenansammlungen in, ob man das Städte nennen will oder nicht, im Minoischen, bei dem, also auf im antiken Kreta und so weiter. Man sieht, dass solange es Städte überhaupt gibt, solange sie erfunden sind, dass die Menschen das Gefühl haben, wenn sie so eng zusammen sind, und es ist hier ein sehr beengtes Zusammenleben in der Stadt, dann ist man irgendwie freier. Und das zeigt schon in einer Nussschale, in der Nutshell, wie man im Englischen so schön sagt, ein bisschen das Dilemma. Die Menschen glauben oft, dass sie etwas glücklich macht oder frei macht, das es möglicherweise nicht unbedingt tut. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was man in der Fantasie hat, das gut für einen ist, und dass das vielleicht tatsächlich gut für einen ist. Man kann das in anderen Bereichen sehen. Essen zum Beispiel. Also wir alle Menschen sind anfällig dafür, uns ungesund zu ernähren. Also schon Tiere zum Beispiel entwickeln Vergnügen an Alkohol. Also ich habe das beobachtet als junger Mensch. Ich hatte da einen Vogelbeerbaum vor dem Fenster. Und wenn die Früchte, diese Vogelbeeren dort reiften und gärten, dann waren die alkoholisiert und die Amseln fraßen also sich satt an den Beeren wegen des Alkohols, weil ihnen das besonders Spaß machte, und torkelten dann oft da auf den Ästen oder auf dem Boden rum. Also man kann das bei ganz vielen Tierarten sehen. Ja. Und wir selbst, also weil es löst in uns in Glücksgefühle aus, kurzzeitige. Also wenn man zum Beispiel Süßigkeiten isst oder Fastfood isst, die sind ja voll von Zucker und anderen Stoffen, die so einen Rush von Dopamin, und man fühlt sich, allerlei wird im Gehirn und in den Hormonen freigesetzt. Man fühlt sich plötzlich wie einer überwältigenden Zufriedenheit. Das ist etwas, das psychologisch im Menschen schon seit vielen Generationen erforscht wird, nämlich die menschliche Neigung, kurzfristiges Glück zu erkaufen zu Ungunsten des langfristigen Glücks oder der langfristigen Zufriedenheit. Also es gibt Experimente an Kindern, mit denen man zum Beispiel so gemacht hat, wenn man gesagt hat, ich kriege das genaue Setting nicht mehr hin, aber es ging so sinngemäß, so ihr kriegt. Ich lege jetzt hier eine Tüte Bonbons hin und du kannst entweder jetzt kriegst so, weiß ich nicht, drei, wenn du sie sofort nimmst, aber dann sind es nur drei. Oder wenn du dich 10 Minuten zurückhältst und verzichtest oder eine Stunde oder was, also eine lange Zeit verzichtest, dann kriegst du die ganze Tüte. Also das ist das Prinzip, ist man in der Lage, auf das Glück der Zukunft vorzubauen? Oder lässt man sich treiben und beherrschen von seinen aktuellen Begierden? Es ist mir im Leben, im Gespräch mit vielen Leuten aufgefallen, dass sehr viele Menschen nicht verbal ausdrücken können, was sie zufrieden macht,
oder was sie sich vom Leben überhaupt erhoffen. Also wenn man Menschen fragt, was möchtest du im Leben, dann bekommt man oft Antworten, entweder keine, viele Leute wollen das heute auch gar nicht mehr ausdrücken, weil sie sagen, was soll die Frage? Aber man bekommt dann oft stereotype Antworten. Also ich möchte den und den Beruf, ich möchte so und so viel Geld, ich möchte ein Haus, ein Auto, eine Familie, Kinder, alles mögliche. Also Menschen, die durch die Welt gehen in dieser Vorstellung, wenn ich nur das und das habe, dann bin ich zufrieden. Und umgekehrt, alles Mögliche, was ihnen widerfährt oder im Leben zukommt, weil es in ihrer Vorstellung ist, sagen, das begrenzt mich, das macht mich unglücklich, das will ich nicht. Und das Erstaunliche ist, ein erheblicher Teil dieser Vorstellung, was einen glücklich oder unglücklich macht, was man im Leben drin haben will oder nicht, ist im Prinzip, was man hat das übernommen, weil es einem andere gesagt haben. Also, es kommt nicht wirklich von innen. Das ist im Prinzip eine ganz alte Geschichte, die schon in spirituellen Lehren vorkommt, aber natürlich in unserer modernen Zeit eine besonders große Rolle spielt. Allein deswegen, weil wir heute sehr vielen Einflüssen ausgesetzt sind. Also wer zum Beispiel Facebook besitzt oder auf Facebook ein Konto besitzt, wird feststellen, dass Facebook überall Werbung bringt. Also das ist ein Teil, weil die müssen auch Einnahmen haben. Und die haben dann halt Werbung, wie andere Dinge auch. Und wer Werbung kennt, also wer sich einen Spaß machen will, der soll mal Werbung angucken von früher. Also Werbung der 50er, der 60er, der 70er, der 80er. Also ich entsinne mich noch an eine Werbung, ich weiß gar nicht, ob die noch in meiner Kindheit kam, in den 70ern. Jedenfalls eine ziemlich alte Werbung. Das war zu einem Produkt, das hieß Frauengold. Und das ist wirklich aus heutiger Sicht, selbst wenn man nicht ein Feminist ist, sehr grotesk. Also da waren so Situationen, die Frau regt sich auf über irgendwas, was ihr Mann sagt oder für die hausfraulichen Pflichten, die sie damals in der Vorstellung der Menschen als Hausfrau zu haben hatte. Es waren ja Vorstellungen wie Frauen, dass die Frau eher die Hausfrau sein soll und nicht Beruf haben soll. Und wie immer man dazu steht, es wirkt auf die meisten von uns ja heute eher komisch. Und dass Frauen auch nicht Widerworte gegen die Männer richten sollen, sondern wenn sie sich halt aufregt, dann soll sie etwas schlucken, um sich zu beruhigen. Was im Prinzip, sie trinkt eigentlich eine Art Alkohol. Also es war kein Medikament, sondern sie trinkt einfach ihren Schnaps, so, um ihre Unzufriedenheit zu verdrängen. Das ist ja der Konsum von Dingen per se immer. Also ob wir jetzt Drogen konsumieren, ob wir Alkohol trinken, ob wir Torte fressen, ob wir Fastfood essen, also alles im Übermaß, in Maßen ist alles immer okay, aber im Übermaß uns damit füllen. Oder ob wir auf Konsum fixiert sind, indem wir ständig glauben, wenn wir nur diese oder jene, weiß ich nicht, Markenuhr oder diese oder jene Markenturnschuhe oder diese oder jene Markenjeans haben, dann sind wir glücklich, dann sind wir zufrieden. Und das ist mit vielen anderen Dingen so. Also Leute, die Single sind, keine Kinder haben, sagen, wenn ich nur Kinder hätte und eine Frau oder einen Mann und das Haus und meine tollen Kinder und dann wäre ich glücklich, und die umgekehrt, die Kinder haben und die Familie haben und die stöhnen und sagen, ach Gott, das belastet mich alles so sehr. Also im Prinzip überall, oder wenn ich reich wäre und Hollywood-Star und so schön wie Brad Pitt oder was weiß ich, wer heute in ist, und so reich wie diese und jene Hollywood-Schauspieler. Und wenn man sich die ansieht, die sind alle, die nehmen alle Drogen, saufen und sind total unzufrieden. Und das gibt einen Hinweis darauf, dass Freiheit ist ja letztlich nur eine Ableitung davon, man möchte zufrieden sein. Das ist der eigentliche Wunsch. Denn wenn man frei wäre und unzufrieden, also nehmen wir mal an, ein Mensch im Mittelalter, so ein abhängiger Bauer ist abhängig und relativ unfrei, weil er den Befehlen seiner Obrigkeit, sowohl der kirchlichen wie auch der fürstlichen,
unterstellt ist, die sein Leben bestimmt. Das haben die Leute im Mittelalter nicht so stark wahrgenommen, weil man kannte es kaum anders. Selbst in den Bauernkriegen, in denen sich die Bauern erhoben, forderten sie nicht das Ende der Feudalordnung, sondern nur weil ihnen so viel genommen wurde, sagten sie, wir wollen wieder zu dem Stand der, also so viel zahlen oder abgeben, wie es früher üblich war. Auch sie wollten nicht die Aufhebung ihrer Abhängigkeit. Nun hätte natürlich ein Bauer aus dem Mittelalter, der in solcher Abhängigkeit ist, einfach sagen können, weiß ich nicht, ich gehe hier weg. Gut, es wäre natürlich sehr gefährlich gewesen. Wie hätte er gehen können? Gut, er hätte zu Fuß gehen können, er sich an Proviant ein bisschen, aber es wäre nicht unmöglich gewesen. Nun wusste er nicht wohin. Soweit er wusste, war die Feudalordnung überall. Aber das ist ja das, was viele hält. Also diese, auch in der heutigen Zeit. Ne? Man könnte gehen, wenn einem was nicht passt wo. Das ist möglich. Das Interessante ist ja, wir leiden ja so etwas darunter, dass das Leute in anderen Kontinenten im Moment sehr massiv tun. Also ihnen gefällt offensichtlich das Leben in Afrika oder in Asien, also im arabisch-asiatischen Raum nicht. Sonst würden sie da nicht weggehen. Also sie haben die Vorstellung, das Wohlleben muss in Europa und in Deutschland schöner sein. Wenn ich nur da bin, bin ich glücklicher. Ich bin hier unfrei. Das ist mit Sicherheit für viele, denn Freiheit ist ja auch eine Möglichkeit, eine Chance, sich zu verwirklichen. Und das ist klar, wenn ich in einem Kraal wohne in Afrika oder in einem Bergdorf in Pakistan, dann mag ich zwar vielleicht frei sein, weil mich nicht unbedingt eine Obrigkeit drangsaliert, wobei das in vielen solchen Regionen durchaus der Fall ist. Also es gibt dann Stammesfürsten und was weiß ich, Warlords und alles. Die üben schon einen Druck auf einen aus, den man so hier in Deutschland im Allgemeinen nicht kennt. Also wir haben hier bei allem, was sicher beklagenswert ist, noch keine Warlords. Ich meine, gut, man kann sich darüber streiten, ob das, was in Berlin an Gangs ist. Aber die Stufe ist doch, glaube ich, eine andere. Das ist ziemlich klar. Und dann glauben Sie, wenn Sie nur alle hierher kommen, dann ist das Glück da. Also die Frage ist oft nicht, glaube ich, will ich mehr Freiheit? Das ist sozusagen die vorgeschobene, sondern bin ich dort zufriedener? Also das bin ich dort glücklicher. Das ist das, was hinter der Vorstellung der Freiheit dahinter liegt. Also ich will jetzt hier nicht leninistisch klingen, es gibt aber als nicht ganz dumme Einwand von Lenin zum Thema Freiheit. Freiheit für wen, um was zu tun? Das ist in der westlichen Debatte immer für mich ein bisschen befremdlich, wenn so Freiheit und Sicherheit wird in der Debatte der westlichen politischen Philosophie immer als so eine Dualität dargestellt. Also als wäre das ein Tausch, man gewinnt mehr Sicherheit, aber verzichtet auf Freiheit oder man gewinnt mehr Freiheit und verzichtet auf Sicherheit. Das ist politisch nicht ganz verkehrt, aber es ist ein bisschen irreführend, denn die darunterliegende Frage ist ja die, womit bin ich glücklich? Ich selbst. Und das Interessante ist, es gab mal eine Debatte von links, in der man sich mehr Freiheit gewünscht hat und die Gesellschaft als zu unfrei sich vorstellte. Das war so ab den 60ern, also vor allem in der Bundesrepublik und unseren westlichen Gesellschaften, ab den 60ern bis, sagen wir mal, zur Jahrtausendwende ungefähr. Das ließ so ab den 90ern nach. Aber es war lange Zeit ein wichtiger Bestandteil der linken Politik zu sagen, wir möchten eine Befreiung der Menschen. Also aus welchen Vorstellungen, wie das dann auch immer, also das war sehr stark, dieses Befreiung aus. Man sah das Konservative, wenn man in den 60er, 70er, 80er Linke gefragt hätte, hätte man gesagt, ja, das Konservative, das ist autoritär, das sagt den Leuten, was sie tun sollen. Und wir möchten, dass die Leute befreit werden, dass sie ihr Leben führen, wie sie möchten.
Nun hat man natürlich von linker Seite argumentiert, ja, was nützt es, wenn man Freiheiten hat, aber keine Möglichkeiten, also ökonomisch zum Beispiel. Und das ist per se wahr. Also ich habe immer das DDR-Beispiel oft verwendet. In der DDR durfte man nicht reisen, also gut, man durfte reisen, aber wir vereinfachen das Argument jetzt mal zur Illustration des Gedankens. In der DDR durfte man nicht reisen. Und als dann die DDR zusammengebrochen war und sich der Bundesrepublik anschloss und erstmal viele Leute hatten dann kein Geld mehr und stürzten in Armut, dann waren sie formell frei zu reisen, hatten aber kein Geld mehr zu reisen. Konnten sich keine Reise mehr leisten. Das ist ein typisches, ich sage das ganz ehrlich, das ist ein typisches linkes Argument, das nicht ganz dumm ist. Auch wenn es von links kommt, nämlich zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen formeller und tatsächlicher Freiheit. Die formelle ist die, habe ich auf dem Papier, aber wenn ich keine Möglichkeiten dazu habe, dann bin ich genauso schlecht dran, wie wenn mir die Freiheit verboten würde. Das heißt, ich brauche Geld oder ich brauche Zugang zu einer, ein, ich brauche einen Zugang, um an Geld zu kommen. Also wenn es zum Beispiel keine Arbeitsplätze gibt in einem Bereich, den ein Mensch kann viele Leute können vieles, keine Frage, aber es kann nicht jeder alles. Und es sind auch Nischen irgendwann voll. Ja. Also weiß ich nicht, nehmen wir irgendeine beliebige Arbeit, Müllmänner. Es gibt nur so und so viel Notwendigkeit von Müllmänner in einer Gesellschaft. Wenn der gesamte Müll regelmäßig abgeholt wird, hat es keinen Sinn, weitere Müllmänner einzustellen, weil dann ist die Nische ist dann voll. Da kann man natürlich tricksen, indem man sagt, wir erschaffen jetzt Methoden, das ist, was unsere Gesellschaft immer gern macht. Wir erfinden Methoden, um mehr Müll zu produzieren, damit mehr Leute in Müllmänner warten können. Das ist ganz merkwürdig. Also man trickst dann rum. Aber das wäre etwas für Ökonomen. Das Thema überlasse ich jetzt Ökonomen. Ich bin Philosoph. Also, es gibt nicht, jeder kann alles werden, weil es ist irgendwann, weiß ich nicht, man kann sagen, ich will, weiß ich nicht, Ingenieur werden oder Architekt oder Lehrer oder ist ganz egal. Es ist irgendwann, ist es voll. So. Es kann also nicht jeder werden. Das ist das Problem. Weil die Nische ist irgendwann zu. Und in unserer Gesellschaft, die technisiert wird, automatisiert, werden viele Nischen auch kleiner. Also es gibt zum Beispiel die Self-Checkout-Kasse, also die Kasse, wo man keine Kassiererin mehr braucht. Das gibt es bereits. Ich glaube, bei Rewe gibt es das in manchen Läden. Man kann da dafür sein, man kann da dagegen sein, das wäre ein anderes Argument. Aber per se, wir wissen, dass das kommt. Und dass es immer mehr wird. Und wir wissen, wenn wir die Geschichte der Technik nehmen, dass was technisch möglich ist, in der Regel auch angewendet wird. Nun kann man sich natürlich erhoffen, das ist so ein typisch linkes Denken, wir würden das alles verbieten können. Man kann das per se auch machen. Also wir hatten ja linke sozialistische Gesellschaften, die waren ja da. Also das kann man durchaus machen. Aber ich glaube, das hält nicht auf Dauer. Also der Sozialismus des Ostens hat nicht auf Dauer gehalten. Und ich glaube nicht, dass ich das auf Dauer. Es ist einfach ein unnatürliches System. Also weil die Leute auch unglücklich werden, allein dadurch, weil ihnen in einem Sozialismus meistens beides fehlt, die Wahlfreiheit und die materielle Prosperität. In einem kapitalistischen System hat man ja wenigstens eins von beiden. Also in einer Marktwirtschaft. Entweder man ist frei der Wahl wegen. Oder man hat eine Arbeit, dann hat man eine gewisse Unfreiheit, weil man sich in die Arbeit einfügt, aber man hat dann Geld. Also in einem Kapitalismus hat man eine von zwei Freiheiten oder eine von zwei Quellen des Glücks, Geld oder Zeit. Aber Sozialismus ist meistens eine Mangelwirtschaft, jedenfalls den Sozialismus, den wir erlebt haben, war immer relativ eine Mangelwirtschaft, sodass auch die Leute. Es war in der DDR so, man hatte Geld, aber man hatte kaum was, wofür das man es ausgeben konnte. Das war zum Beispiel so, wenn man als Westbürger musste man, wenn man in die DDR einreiste, musste man, ich glaube, 20 Mark oder so oder 30,
umtauschen. 1:1, wenn ich mich richtig entsinne. Also man hatte Ostgeld und wusste gar nicht, wofür man es im Osten ausgeben sollte. Also ich war 2 oder 3 Mal in der DDR als Westdeutscher zu Besuch, wie man so sagt. Und ich war dann meistens irgendwo am Alexanderplatz, da war so eine Buchhandlung und da habe ich mir dann irgendwelche nicht politischen Bücher gekauft, sondern eins über Heraldik zum Beispiel, das weiß ich noch, weiß die anderen weiß ich gar nicht mehr. Weil man konnte es sonst für kaum etwas ausgeben. Es gab kaum etwas von Wert oder Luxus oder von Interesse. Aber zurück zu der Vorstellung, frei oder sicher. Ich halte das schon seit sehr langer Zeit für eine völlig falsche Fragestellung. Es gibt ja manchmal so, es ist ja manchmal so, dass schon die Frage falsch gestellt ist. Also, dass man, manchmal merkt man das eher intuitiv oder klügeren Marken ist sofort intellektuell. Für mich als intuitiver Mensch war das lange Zeit eher intuitiv. Es klang mir merkwürdig, die Fragestellung. Willst du Freiheit oder Sicherheit? Das schallt einem heute auch immer noch wieder entgegen. Ich halte die Frage für falsch gestellt. Denn die Frage ist, will ich glücklich sein oder unglücklich? Und das ist für mich dann keine Frage von entweder oder. Also manchmal fallen frei und sicher auch zusammen. Ich finde es zum Beispiel eine Art von Freiheit, dass ich auf die Straße gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass mich kriminelle Banden überfallen. Weil sonst bin ich nicht frei rauszugehen. Also wir haben ja heute eine Zunahme von bestimmten Arten von Kriminalität. Bestimmte Gegenden sind nicht mehr sicher oder nicht mehr so sicher wie früher und damit auch unfrei. Das heißt, das fällt in dem Menschsein auch öfters zusammen. Ich bin nicht frei mehr auf die Straße zu gehen, mich angstfrei auf der Straße zu bewegen, in bestimmten Vierteln oder Straßenzügen. Also ergo bin ich unfrei und unsicher. Und ich glaube, das lässt sich auch in unserer Corona-Angst, ob die Leute jetzt vor dem Virus Angst haben oder vor dem Staat, das fällt auch oft zusammen, also diese Sache. Das ist, wir haben ja jetzt eine Debatte, in der die einen sagen, nein, wir brauchen die Freiheit, die ist wichtiger, die Krankheit gibt es nicht oder die ist nicht so schlimm oder sie trifft nur alte Leute oder was auch immer. Das ist die, die sagen, die haben die Freiheit auf den Sockel gestellt. Und die anderen haben die Sicherheit auf den Sockel gestellt und sagen, nein, wir wissen nicht das genaue Risiko, das erweist sich noch. Die, die es betrifft, für die ist es schlimm, wir müssen das vermeiden. Es kann noch schlimmer werden, wenn wir es jetzt nicht eindämmen. Also die scheinen so auf der Seite der Sicherheit zu sein. Es gibt schon eine ganz alte, antike Weisheit. Das ist eine der Sprüche des delphischen Orakels, den Apollo oder den sieben Weisen zugeordnet, alles in Maßen. Es ist ein, glaube ich, ein Unterschied unserer Zeit, dass wir heute immer mehr Leute haben, die so diesen Eindruck suggerieren, du musst dich jetzt entscheiden. Wir oder die, wir oder die. Das ist etwas, was man ganz lange nur von links gehört hat, wo die Leute rechts der Mitte lange Zeit sehr viel entspannter gewesen sind, was aber implizit in zunehmender Weise auch von Leuten rechts der Mitte gefordert wird. Man kann das sehen, wenn Leute, es gibt ja Vorstellungen zu bestimmten Dingen, die sind typisch links der Mitte und typisch rechts der Mitte. Und man sieht das in den Debatten im Internet ganz stark. Leute, die da eine andere Meinung haben, die werden sehr oft krass gemobbt, mehr oder weniger. Ich sitze dann da schon seit relativ langer Zeit und frage mich, warum verbringt ein Mensch seine Zeit damit, andere zu mobben, die anderer Meinung sind? Also, warum mache ich meinen Lebensinhalt? Warum mache ich zu meinem Lebensinhalt die andere Meinung anderer? Das ist per se
keine Anleitung zum Glücklichwerden. Also es ist ein doppeltes Unglück. Man macht andere unglücklich, eventuell. Und per se sich selbst eigentlich auch. Denn das ist, es gibt diesen alten Spruch und der ist weiser als, auch wenn er so ein bisschen sloganmäßig abgelutscht klingt. Aber er ist wahr, wer auf andere tritt, steht nicht höher. Also, wenn man den ganzen Tag, nehmen wir mal an, zwei Kinder, ein im Sandkasten, so. Das eine Kind versucht die ganze Zeit eine Sandburg zu bauen und das andere Kind verbringt die ganze Zeit damit, die Sandburg permanent niederzutreten. Klar kann dieses Kind, das die niedertritt, hat eine hämische Schadenfreude vielleicht daran. Aber das ist ja eine, ich sag mal, krankhafte Charakterentwicklung. Weil das Kind, das das zertritt, hat am Schluss selber nichts. Es steht quasi mit leeren Händen da. Es hat, es ist, statt die Zeit dazu zu benutzen, die eigene Sandburg zu bauen, verschwendet es die Zeit damit, die andere Sandburgen niederzutreten. Das ist, wenn man Kind ist, noch, ich weiß nicht, auch dann nicht wirklich entschuldbar, aber es ist natürlich ein Charakterzug, mit dem man sein eines sterbliches Leben verschwendet. Denn irgendwann ist man 70, 80 und ist der Gruft nahe, um es mal so zu sagen. Und dann schaut man zurück und fragt sich, womit habe ich mein Leben zugebracht? Und wenn man dann feststellt, nur anderer Leute Sandburgen zu zertreten, wird man nicht besonders glücklich auf diese Zeit zurückschauen. Also das beißt einen einfach in den Arsch, um sich mal so etwas auszudrücken. Da ist natürlich, wenn man das fortsetzt, als Frage, warum orientieren wir uns in so starkem Maße an der Billigung anderer? Oder sind auf so starke Weise erzürnt, dass andere Menschen ihr Glück anders definieren? Denn darum geht es auch hier. Ich meine jetzt nicht auf der hohen Ebene, was Frau Merkel will, was Bill Gates will, was all diese Leute ganz oben wollen. Das ist mir jetzt egal. Davon weiß ich nichts. Ich nehme nur die normale Bevölkerung, die ja sehr gespalten ist, der normale Mensch. Die meisten wollen einfach ihr Glück, aber sie verbinden eben etwas anderes damit. Die einen haben die Vorstellung, die maximale Freiheit, indem ihnen möglichst niemand etwas sagt, was sie tun sollen. Und die anderen die maximale Sicherheit, nein, ich möchte möglichst vor allem Unbill geschützt werden. Man kann nicht anderen Leuten sagen, was du für Glück empfindest oder was du meinst, dass das dein Weg zum Glück ist, ist nicht legitim. Das geht nicht. Ich meine, das kann man sagen, man kann alles sagen. Oder man kann in unserer Gesellschaft jedenfalls noch sehr viel sagen. Aber es wird per se nichts ändern. Es gibt einen anderen Spruch, der ebenso abgelutscht klingt, aber genauso wahr ist. Meinungen sind wie Nägel, je mehr man auf sie einschlägt, desto tiefer sitzen sie. Ich habe das in meinem Leben auch in den letzten 30 Jahren oft genug selbst erlebt. Ich bin auch selbst oft genug in diese Falle reingetappt, weil ich auch so Diskussionsheini bin. Also man hat eine andere Vorstellung und man hat den Gegenüber, der die andere Vorstellung hat als man selbst. Und man glaubt, wenn man nur genug auf den einredet, dann wird er seine Meinung ändern. Oder wenn man nur genug feurig argumentiert, dann wird man ganz viele hinter sich scharen, um die Dinge ändern zu können. Und was man damit tut, ist, man macht sein Glück abhängig vom Verhalten anderer. Also ich bin glücklich, wenn ich es schaffe, dass ich dich überzeuge. Ich bin glücklich, wenn ich andere hinter mich schare, die mir applaudieren. Ich bin glücklich, wenn ich in der äußeren Welt das und das und das und das erreiche, habe, gewinne, erziele. Man macht das eigene Glück, fokussiert es auf etwas, auf das man nur bedingt Kontrolle hat. Denn was ein anderer denkt oder fühlt oder glaubt oder meint,
Das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann es beeinflussen. Klar. Darum gibt es Propaganda, Massenmedien, Werbung, all das. Aber letztlich kann ich's nicht. Und man sieht auch alle Gesellschaften, die stark auf Propaganda ausgerichtet waren. Die Leute flutschen einem am Ende doch weg. Man hat das über Werbung lange geglaubt, man kann die Leute so stark beeinflussen. Und natürlich gibt es Einflüsse, weil wenn die Leute dann sehen, Ariel wäscht weißer als weiß oder diese oder jene Jeans oder diese oder jene Schuhe oder dieses oder jenes Auto macht dich noch cooler, bei den Frauen noch beliebter oder was weiß ich, bei den Kumpels noch beliebter. Aber dein ganzer Lebensfokus ist dann auf den Zuspruch anderer. Und das Problem ist, dieser Zuspruch kann dir entzogen werden. Also handelst du nicht mehr so, wie du es für richtig hältst, sondern in zunehmendem Maße motiviert durch die Angst, dass der Zuspruch von außen dir entzogen werden könnte. Also der Liebesentzug. Du handelst aus Furcht vor dem Liebesentzug deiner Partei, deiner Gruppe, deiner Nation, was auch immer, wozu du glaubst zu gehören. Und damit bist du schon nicht mehr frei. Du hast anderen die Macht gegeben. Es gibt ein Zitat aus der griechischen Philosophie, ich weiß nicht mehr von wem, aus dem Bereich der Stoiker. Wer dich wütend machen kann, ist dein Meister. Und das gilt natürlich nicht nur fürs Wütendsein, sondern im Prinzip für jede Emotion. Wer die Macht hat, andere. Wenn andere, jeder, der die Macht hat, in dir bestimmte Emotionen zu wecken, ob du das willst oder nicht, hat Macht über dich. Und das räumen wir grundsätzlich anderen ein, wenn wir einer Partei eintreten, einer Bewegung. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir die Bestätigung anderer wollen. Also wir sind per se soziale Wesen, das ist unsere Natur. Also das hat Aristoteles schon gesagt, nur Tiere oder Götter vermögen es, unabhängig zu leben. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Auch das ist etwas, wo ich eher eine antike Sicht habe als eine moderne. In der modernen Politikwissenschaft gibt es ja immer dieses der Gesellschaftsvertrag und wie fing Gesellschaft an. Das wird sich immer so gefragt. Und dann aus dieser Herleitung, je nachdem, wie die Vorstellung ist, wie die Urgesellschaft war, wird dann abgeleitet, wie die jetzige zu sein hat. Und das halte ich für eine totale absurde Idee, denn der Mensch ist von Anfang an sozial. Also schon der Affe ist in der Horde. Wir sind von Anfang an darauf fixiert, den Zuspruch der anderen zu finden. Und das ist für lange Zeit in der menschlichen Entwicklung vor allem mit Angst besetzt. Also in den archaischen Gesellschaften, also in den Höhlen, als die Menschen noch Höhlen leben, nomadische Höhlen leben, da war man extrem voneinander abhängig. Die Männer waren in Gruppen von Jägern, die Frauen in Gruppen von Sammlerinnen und die Höhle hüteten, die Kinder gemeinsam aufzogen, so was man heute Haushalt nennen würde. Und man war in starker Weise existenziell voneinander abhängig. Wenn einen die jeweilige eigene Gruppe, die Frauen die Frau und die Männer den Mann, wenn da jemand zurückgewiesen wurde, also ein Outcast war, dann war das lebensbedrohlich, weil man es allein nicht weit brachte. Man war, wenn man alleine war, wenn man ausgestoßen war, wenn man nicht die volle Unterstützung seiner Gruppe hatte, also vor allem seiner Geschlechtsgenossen aus der eigenen Höhle, dann war man tödlich bedroht, das war eine Lebensgefahr. Und aus dieser anthropologischen Prägung heraus wächst unsere Angst, zurückgewiesen zu werden, als etwas ganz Schlimmes. Es ist sofort in uns mit einer ganz starken Emotion da. Meine Gruppe, deswegen tun wir vieles, was wir eigentlich nicht wollen. Oder biedern uns an oder trumpfen noch auf in dem, was wir glauben, dass die eigenen Leute hören möchten. Und es ist für viele Menschen dann auch nicht mehr möglich zu erkennen, kommt das eigentlich von mir selbst oder mache ich das,
um anderen zu gefallen. Oder weil ich glaube, dass ich dann glücklicher bin, wenn ich da angenommen bin. Das haben wir im Internet, wir haben das die sogenannte Blasenbildung. Also, das ist ein ganz starkes Phänomen, das das Internet ganz stark verstärkt hat. Denn früher, vor dem Internet, konnte man Freundeskreise nicht so thematisch auswählen. Also natürlich hat man auch gefiltert. Aber es war nicht so leicht, weil über das... Heute ist das im Internet leichter. Man geht in Facebook-Gruppen, in YouTube-Gruppen, in was es alles gibt, Foren und so weiter. Man geht in Gruppen, weil man weiß, da sind lauter Leute, die die eigene Überzeugung teilen. Das kann man heute auswählen. Das heißt, man ist heute sehr viel mehr, sehr viel leichter in der Möglichkeit, sich nur mit Menschen zu umgeben, die ganz stark die eigenen Vorstellungen von der Welt teilen. Ich könnte sagen, die eigenen Vorurteile von der Welt. Denn letztlich sind all unsere Urteile Vorurteile. Alles, was wir vermeintlich wissen, ist eine Überzeugung, ist ein Glaube. Wir entscheiden uns immer, wenn wir, also bei den meisten, nehmen wir mal, wir viele bilden sich heute ein, ihre Meinungen basieren auf Wissenschaft. Also erstens mal ist die Wissenschaft lange nicht so sicher in der Wahrheitsproduktion, wie wir uns das vorstellen. Das ist das eine. Man kann zum Beispiel mit Statistik viele Dinge so oder so darstellen. Oder wir haben heute auch Experten. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt die Corona-Geschichte. Dann haben wir Experten für Virologie, für Epidemiologie, für Lungenfachärzte. Also schon in den medizinisch-biologischen Bereichen haben wir Dutzende verschiedene Fachleute, die unter verschiedenen Gesichtspunkten die Sache ansehen. Die eine als Virologen, die andere als Epidemiologen, die nächsten als Lungenfachärzte, die nächsten als und so weiter. Die haben jeweils schon andere Schwerpunkte und sehen diese Sachverhalte durch eine ganz andere Brille. Dann haben wir natürlich ganz andere Experten, also Ökonomen zum Beispiel, die sagen, ja gut. Das ist so das Argument, jetzt ist das alles geschlossen, jetzt haben wir die Lockdowns und so weiter, da bricht die Wirtschaft ein, da starben uns dann Leute vielleicht auch. Oder zum Beispiel das Argument, wir halten jetzt die Beatmungsgeräte, also die Not, wie sagt man, die Notbehandlungsräume frei, aber andere notwendige, gefährliche Sachen werden nicht angegangen und dann stirbt vielleicht einer an was anderem. Und dann haben wir Psychologen und Soziologen, die sagen, das ist alles eine psychische Belastung. Also wir haben also lauter Experten, die verschiedene Perspektiven der Wahrheit generieren. Und jeder entscheidet sich halt nach das, was man in der Soziologie De Dezision nennt. Also durch als letztlich ist hinter allem eine Willkürentscheidung. Ich entscheide mich, dem zuzuhören. Dessen Argumente plausibler zu finden. Und das hängt eben davon ab, was man selbst, was einen individuell glücklicher macht. Und die einen haben eben die Sicherheit als höheres Glück und die anderen die Freiheit. Das ist ein Grundwille in Menschen drin. Und es hat dann wenig Sinn, dem jeweils anderen zu sagen, was du willst, ist nicht berechtigt. Das funktioniert nicht, das führt zu gar nichts. Also man verbeißt sich dann nur immer mehr es gibt einfach Punkte, wo man in Grundannahmen oder dem grundlegenden Willen nicht übereinstimmt. Es gibt sehr viele Menschen, und das ist gerade für Leute, für die die Freiheit so ein hohes Gut darstellt, für die ist es schwer vorstellbar, dass es Leute gibt, für die das nicht so wichtig ist. Die lieber ein reguliertes, gesichertes Leben haben, als eines der Bewährung und Selbstverwirklichung. Also wir haben ja in der westlich-liberalen Gesellschaft seit der Nachkriegszeit eine starke Betonung der Selbstverwirklichung, also der Vorstellung, finde dein Glück mit eigenem Risiko. Und wenn man ganz ehrlich ist, ich sage das als Soziologe auch, die meisten Menschen wären mit diesem Anspruch heillos überfordert,
und wollen es auch gar nicht. Ich habe den Eindruck, wenn ich der Seite von links und rechts, also wenn ich mal rechts als die, die die Freiheit sehr hoch schätzen, also das ist das aktuelle libertäre Rechte, dann sind beide Extreme, die, die jetzt sehr kommunistisch linksradikal klingen, wie die, die so sehr libertär rechts klingen, also das, was jetzt als rechts gilt, oder es so sein mag, ist mir jetzt egal, dass die beide relativ unrealistische Vorstellungen davon haben, was die Mehrheit der Normalmenschen eigentlich will. Ich glaube persönlich, und darauf hat mich jetzt gerade auch ein Freund hingewiesen, wo ich sagte, Mensch, du hast recht. Und ich habe das in der Vergangenheit mal so gesehen, aber auch aus dem Blick vergessen in den letzten Monaten des politischen Kampfs, in dem auch ich mich habe involvieren lassen. Aber als er es mir so sagte, sage ich, Mensch, ja, das habe ich doch auch mal so gesehen. Und du hast ja recht. Nämlich, dass sowohl das, was auf linker Seite wie auch auf rechter Seite als politische Fetische hochgehalten wird, für 95% aller Bürger völlig uninteressant ist. Dass die das überhaupt nicht interessiert. Also nehmen wir von linker Seite Feminismus, Genderismus, angeblicher Rassismus. Was man will. Also diese ganzen linken Themen, dass das die meisten, 95% aller Menschen, für die ist das uninteressant. Oder was ist Mann, was ist Frau, brauchen wir Klos für Transgender und so weiter. Das sind Themen, die für die völlig uninteressant sind. Und das gilt meines Erachtens auch für sehr viele Themen, die in der Libertären oder Rechten, wie man auch will, ist nicht unbedingt das Gleiche. Also zum Beispiel deutsche Identität. Ich weiß, das hören jetzt viele Leute auf der Seite sehr ungern, aber ich glaube, für die meisten Menschen, die im Alltagsarbeit, Familie, für die ist Deutschsein von nicht sehr hohem Stellenwert. Da kann man beklagen oder was auch immer, aber ich halte es nur fest, wie es ist. Der Pispers hat das mal so gesagt, das ist ein bisschen flapsig gesagt und der ist auch links, ganz klar, aber der hat mir so mal schön gesagt, zum Deutschsein komme ich ganz selten. Und das stimmt auch, wenn ich den ganzen Tag in meinem Alltag sitze, wann bin ich dann deutsch? Also klar, ich will jetzt sagen, natürlich ist die deutsche Kultur, Identität, ist alles wichtig, schön, ich will das nicht weg. So wie umgekehrt, Frauenbefreiung ist auch alles schön und wichtig. Aber diese Themen sind nicht so hoch im alltäglichen Denken der meisten Menschen, dass das für sie groß wichtig ist. Und das gilt für beide genauso. Also für die meisten Menschen ist sowohl Feminismus als auch Genderismus, als auch deutsche Identität und Libertarität keine Themen, die sie besonders bewegen. Sondern die meisten leben, ich sag's mal ein bisschen doof, einfach ihr Leben. Und wollen auch gar nicht mehr. Also ich habe das ja oft schon in früheren Videos gesagt, beim alten Kanal. Es gibt ja diesen Satz von einer grünen Politikerin, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, die sagte, das Schöne an der multikulturellen Gesellschaft sei, ich glaube, die Katrin Göring-Eckardt hat das gesagt, das Schöne an der multikulturellen Gesellschaft sei, da muss man die Gesellschaft jeden Tag neu aushandeln. Also abgesehen davon, dass das die Gesellschaft und die Menschen in der Gesellschaft völlig überfordern würde, will das gar keiner. Also weder die Zuwanderer noch die, wie soll man sagen, Bio-Deutschen. Das will eigentlich keiner, täglich neu aushandeln. Damit ist jeder überfordert und selbst wenn man es leisten könnte, wollen das die meisten nicht. Also viele Leute, diese berühmte 8-Stunden-Arbeit, wo man abhängig beschäftigt ist. Also auf libertärer Seite ist ja oft die Vorstellung, ja, die Leute sollen dann ihre eigene Firma gründen, ihr eigener Chef sein, ihr eigenes Leben managen. Die meisten auf der libertären Seite haben gar keine Vorstellung davon, dass das gar nicht das ist, was die meisten überhaupt wollen. Die meisten wollen eine Arbeit, da kommt man morgens um 8 hin, dann ist man 8 Stunden da, dann sagt einem der Chef, was man zu tun hat. Gut, der soll einen danach dann in Ruhe lassen und möglichst nicht drangsalieren, aber man hat seinen klaren Auftrag und wenn der vorbei ist, geht man nach Hause und sagt so, ich habe meine Pflicht getan. Die wollen keine Firma führen, die wollen sich nicht kreativ selbst verwirklichen, die wollen nicht Künstler werden. Oder Chef oder Unternehmer.
Das wollen die meisten einfach nicht. Und ich möchte auch behaupten, ohne jetzt zu zynisch klingen zu wollen, die meisten wären damit auch überfordert. Es liegt einfach nicht in ihrem, was ihnen gegeben ist. Und das ist für mich einer der Gründe, warum ich mich den beiden, ich sag mal, Extremen einfach nicht anschließen kann, weil beide in ihrer Extremheit irrationale Vorstellungen davon haben, was die Mehrheit möchte und was die weit überwiegende Mehrheit auch glücklich macht. Und das ist auch für mich einer der Gründe, warum ich zum Beispiel in der Corona-Frage in der Mitte stehe, also zentristisch. Und sage, eine vernünftige Politik sorgt sowohl für unsere gesundheitliche Sicherheit als auch die Bewahrung von Freiheiten, ich sage das immer lieber in der Mehrzahl, im Plural, Freiheiten. Ich mag so abstrakte Begriffe nicht so sehr. Freiheit, Solidarität, Demokratie, Humanität, das sind alles so Schlagwortbegriffe, wo man sagt, ja, jeder stellt sich was anderes drunter vor. Gerade bei Freiheit kann man es schöner, ist es schöner, wenn man sagt, Freiheiten. Weil die kann man dann auflisten. Weiß ich nicht, Meinungsfreiheit, Freiheit der Berufswahl, was man will. Das sind konkrete Dinge. Oder wenn man andere, Solidarität auch so, wo man sagt, oft von links kommt das, ja, wir müssen solidarisch sein. Ja, was heißt das denn? Soll ich mich sagen, solidarisch kann zum Beispiel heißen, dass ich sage, ich juble dir zu. So, hast du gut gemacht, so. Das wäre auch eine Art von Solidarität. Oder dass ich mich schützend vor jemanden stelle. Ich bin, jemand wird geknechtet, unterdrückt, geknebelt. Und meine Solidarität besteht dann darin, dass ich sage, lass den in Frieden, der hat nichts gemacht. Vielfach heißt dann auch Solidarität, gib mir Geld. Wer soll wie viel an wen bezahlen? Auch das kann Solidarität. Das wissen wir nicht, weil es ist halt ein Schlagwort. Und das ist mit anderen auch so. Demokratie, ja. Was ist das denn? Ist das eine direkte oder Rätedemokratie oder Parteiendemokratie oder regionale Demokratie oder was? Es gibt da ganz viele Sachen. Das ist bei anderem auch so. Also frei, das ist so. Viele unserer Diskussionen verlaufen auch deswegen im Sand oder ohne Ziel, weil wir mit lauter solchen Begriffen operieren, die so abstrakt, so auf ganz hohem Wolkenniveau sind. Und ich dann frage, was willst denn du? Ganz konkret. Was macht dich glücklich? Die Krux fängt halt da an, wo unser Verhalten sich auf andere auswirkt. Das ist, da kann man so freiheitlich sein, wie man will. Das Verhalten von Menschen wirkt sich auf andere aus. Das ist so. Das ist die Wahrheit. Also eine grenzenlose Freiheit gibt es ebenso wenig wie eine grenzenlose Sicherheit. Also bei der grenzenlosen Sicherheit ist das relativ klar und leicht zu erkennen, weil man kann nicht gegen alles absichern. Es gibt unbekannte Restrisiken, da kann man tun, was man will, die bleiben immer da. Das kann man nicht. Aber es gibt genauso wenig eine unbegrenzte Freiheit, weil was ich tue, wirkt sich auf andere aus. Und spätestens dann, wenn meine Freiheit andere unfrei macht, ist es moralisch eben fragwürdig. Nun kann man ja behaupten, es gibt gar keine Krankheiten, es gibt keine Viren, es gibt keine Bakterien, die Erde ist flach, der Mond besteht aus Käse, das kann man alles behaupten. Steht auch jedem frei, stört mich nicht. Aber wenn wir annehmen, per se, es gibt Viren, es gibt Bakterien, es gibt Krankheiten, man kann sich anstecken, ob jetzt in diesem Fall oder nicht, aber per se, glaube ich, würden die meisten haben, es gibt Krankheiten, sind eine Realität. So. Ob das jetzt in diesem Fall der Fall ist oder nicht, aber per se. Man kann andere Leute mit einer Krankheit anstecken. Das ist per se möglich. Also ist die Frage, habe ich die Freiheit, andere krank zu machen? Denn dadurch mache ich den anderen ja unfrei. Also nehmen wir zum Beispiel HIV, also das, was dann zu AIDS wird. Da könnte man ja sagen, ich nehme mir die Freiheit, ohne Kondom andere anzustecken. Aber man verurteilt eben andere Leute damit zur Unfreiheit, nämlich indem sie Gefangene einer Krankheit werden, gegen ihren Willen.
Das ist eine moralisch ganz klare Sache. Man kann nicht eine Freiheit für sich fordern, die andere unfrei macht. Das ist nicht moralisch verfechtbar. Man kann nicht für sich anfordern, also was man anderen verwehrt. Ich sehe das nicht als moralisch. Also dann würde man wieder in eine Sklavenhaltergesellschaft oder eine Klassengesellschaft kommen, in denen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Rechte gelten. Und das wäre nicht etwas, was ich persönlich als moralisch ansehen würde. Das ist natürlich in einer Massengesellschaft kompliziert, denn wir sind nun mal nicht alleine. Also wir sind nicht auf einer Insel. Was ich tue, wirkt auf andere. Fügt anderen möglicherweise Schaden zu. Meine Bereicherung, meine Belustigung, meine Unterhaltung, meine Befriedigung, meine Freiheiten, mein Glück kann das Unglück anderer herbeiführen. Das ist wahr. Und das muss man als, wenn man als erwachsener Mensch mit Verantwortung gelten will, muss man das zumindest kapieren. Nun ist es natürlich umgekehrt das Dilemma, dass uns von linker Seite seit Jahren ein übles Schindluder von Missbrauch getrieben wird mit dieser Vorstellung, nämlich in dem, was man im Englischen offended nennt. Also I am offended. Also ich fühle mich empört, verletzt und sagt, mein subjektives Gefühl deiner Freiheit, bestimmte Dinge zu sagen, möchte ich zensiert sehen, weil mich das emotional verletzt. Und das ist ein ganz schwieriger Fall. Also, denn per se würde man sagen, und das ist der Ansatz, den ich am Anfang versucht habe zu sagen, wir müssen uns frei machen, uns beeinträchtigen zu lassen von den Meinungen anderer. Wenn uns die Worte anderer unglücklich machen, dann haben wir selber ein Problem. Denn man kann gar nicht so viel Zensur oder so viel Kontrolle auf andere ausüben, dass man das los wird. Das geht nicht. Also, das ist eine Illusion. Die Kontrolle der Außenwelt ist nie so hoch, dass sie uns perfekt glücklich macht. Also kann man nur den anderen Weg gehen, nämlich sagen, ich mache mich unabhängig davon, was andere denken. In meinem Glück. Und das ist der Fehler der Argumentation von links, die immer sagen, ach, das ist homophob oder das ist frauenfeindlich oder das ist rassistisch oder was weiß ich. Davon muss man sich innerlich frei machen. Es ist auch so, dass viele, die das verfolgen, es gerade machen, weil sie wissen, es triggert andere. Aber umgekehrt, glaube ich, sollte man auch diese Leute belehren und ihnen sagen, was ihr macht, ist für euch nicht, ihr vergeudet eure sterbliche Lebenszeit. Ob man Zeit damit verschwenden sollte, andere zu belehren, vermutlich nicht. Ne? Das ist so ein bisschen, man kann es aus, man schützt ja oft eine Idee, auch wenn man selber sagt, für mich wäre es eigentlich egal. Ne? Also, für mich sind viele Dinge persönlich egal, die ich versuche zu verteidigen für ein abstraktes Höheres. Ne? Also, nun leben wir natürlich auch in Zeiten, in denen es keinen kulturellen Hintergrund mehr gibt, der uns füttert. Also wir sind alle sozusagen hohl und leer geworden in unserer Kultur. Und streben deswegen umso mehr nach der Zustimmung anderer. Ich glaube, das wird im Internet ganz übel sichtbar. Wir haben keine Weltanschauung, keine Ausrichtung, keinen Glauben. Wir sind innerlich völlig leer geworden. Weder kulturell noch religiös noch spirituell ist etwas, das uns in uns füttert, in uns leitet, in uns ausrichtet. Und so sind wir ständig darauf fixiert, die Billigung anderer zu suchen. Und jede Einschränkung sofort als maßlose Empörung und Unzumutbarkeit zu empfinden. Also wenn
wenn es irgendwo eine Seite gibt, die nicht in allem zustimmt, was wir sagen, die nicht in allem macht, wie wir wollen, dann sind wir heute angepiekst und empört und entsetzt und wütend. Also wie verzogene kleine Kinder eigentlich. Gesellschaft ist immer eine gewisse Zumutung, es sei denn, man lebt auf seiner Insel. Es gibt immer Regeln, die sich die Gemeinschaft einigt, die Einzelnen im Einzelfall nicht passen. Es gibt immer, es ist völlig egal, ob man die Gesellschaft als Staat oder libertär organisiert. Das ist das, was der mittelalterliche Bauer, der könnte gehen, aber das tut er nicht. Also das machen wir nicht. Wir bleiben drin, weil wir eben soziale Wesen sind. Ich kann sagen, um das jetzt ein langes Thema abzuschließen, ich muss schauen, wie weit bin ich schon wieder? Oh, eine Stunde. Die Lösung liegt nicht im Außen. Und ich glaube, wir sind heute sehr fixiert auf das Außenweltliche. Der Staat, der das macht, oder der Staat, der das nicht macht, oder die Linken oder die Rechten oder die Unternehmer oder die Arbeitslosen oder die Ausländer oder die Deutschen. Jeder ist fixiert auf irgendeine Gruppe, von der er meint oder sie meint, wenn die sich nur endlich so verhalten würden, wie ich das will, dann würde alles toll sein. Und das ist eine Anleitung zum Unglücklichsein. Weil als Historiker kann ich euch sagen, es wird immer, immer Gruppen geben, die nicht so handeln, wie ihr das wollt. Das geht nie gut. Das heißt nicht, dass man nicht Dinge verbessern kann. Ich bin ja nicht jetzt der, die Politik, der sagt, entsagt der Politik. Aber wir haben jetzt eine Aufheizung von immer mehr Forderungen und immer mehr, eine immer größere Fixierung ins Außen. Wo ich sage, such die Freiheit und die Zufriedenheit in euch selbst. Und nicht darin, dass eine andere Gruppe euch zubilligt, dass eine andere Gruppe euch zustimmt, dass eine andere Gruppe das macht oder dieses macht. Wenn ihr die Bösen überall außerhalb von euch selbst sucht, werdet ihr nicht glücklicher werden. Das ist einfach eine Anleitung zum sich selbst unglücklich machen. Das ist so. Ich hoffe, ich habe euch hier einen Denkanreiz gegeben, sich vielleicht auch ein bisschen aus der Nachrichtenwelt einfach mal auszuklinken. Sich nicht ständig, wir lesen ja heutzutage alle halbe Stunde eine neue Horrornachricht nach der anderen. Also lassen uns in Emotionalität auch hineintreiben. Wieso sucht dies? Also es gibt so eine richtige, ich glaube, es gibt, das will ich noch hinzufügen, es gibt ja so eine Katastrophensucht. Die Linken sehen die Welt in der Katastrophe, weil sie überall Rechte und Nazis sehen. Die Rechten, weil sie überall Kommunisten sehen. Also jeder sieht die Welt voll Teufel. Und es ist jetzt ganz egal, ob die Welt voll Teufel ist oder nicht, aber eine Anleitung zur Zufriedenheit ist es nicht, so zu denken. Das ist historisch auch, glaube ich, beweisbar. Sondern man muss mit sich selber anfangen und sich, manchmal muss man einfach seinen Hut nehmen und von etwas gehen, was einen nicht mehr glücklich macht. Ich lasse das so stehen, man könnte das in tausend Gedanken ausführen. Ich hoffe, es hat euch etwas gegeben. Und wünsche euch eine sichere und auch nicht unangenehme, sondern angenehme Zeit.